Ich möchte Ihnen heute etwas über das Restaurierungsprojekt der Displaced Persons Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin erzählen. Die Restaurierung dieser kostbaren und bisher weitgehend unbekannten Sammlung steht im Mittelpunkt des neuen Spendenprojektes des Vereins der Freunde der Staatsbibliothek zu Berlin. Im Jahre 2009 wurde mit dem systematischen Aufbau dieser besonderen Sammlung begonnen. Sie gehört zum Bestand der Orientabteilung und umfasst inzwischen ca. 450 Objekte. Wer waren diese Displaced Persons? Dazu gehörten etwa 7 Millionen Menschen, KZ-Überlebende, ehemalige Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene, Partisanen, Menschen, die in Verstecken überlebt hatten und die nach dem Zweiten Weltkrieg heimatlos geworden sind. Unsere Sammlung umfasst die Literatur der jüdischen Displaced Persons, die hauptsächlich in dem Zeitraum zwischen 1945 und 1957 in den Lagern der amerikanischen und britischen Besatzungszone entstanden war. Es sind die ersten Zeugnisse jüdischen Lebens in Deutschland nach der Shoah. Die viel benutzten Zeitungen, Hefte und Broschüren sind überwiegend in nur geringer Auflage erschienen, waren zumeist auf sehr fragilem, säurehaltigem Papier gedruckt und wurden oftmals mit Interimseinbänden versehen. Aufgrund des sehr schlechten Erhaltungszustandes ist ein großer Teil momentan noch für die Benutzung gesperrt und soll nun durch die Restaurierung wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auf der Grundlage einer detaillierten Schadens- und Kostenanalyse und mit den bisher schon eingeworbenen Spendengeldern wird momentan die erste Charge der stark geschädigten und sehr fragilen Objekte in der Leipziger Werkstatt von Uwe Löscher restauriert. Unsere Werkstatt in der Staatsbibliothek hat die Restaurierung der schwerst geschädigten Papiere übernommen. Dafür haben wir die Methode des manuellen Papierspaltens gewählt. Sie beinhaltet sowohl eine mechanische als auch eine chemische Stabilisierung des Papiers. Begonnen wird zunächst mit der schriftlichen und fotografischen Dokumentation des vorgefundenen Zustandes. Vor dem Einlegen der zumeist in hebräischer und jiddischer Sprache erschienenen Texte in sogenannte Sicherheitshüllen ist eine Paginierung der Blätter unerlässlich. Zunächst wird das Original von beiden Seiten mit einem Trägerpapier beschichtet. Dafür muss jeweils eine Seite dieses Papiers mit einem gleichmäßigen Gelatineauftrag versehen werden. Anschließend gelangen die Blätter in eine hydraulische Presse und werden zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal in folienbeschichtete Filze umgebettet. Um das Papier zu spalten, beginnen wir das Blatt an jeweils zwei Ecken des beschichteten Originals langsam und gleichmäßig auseinanderzuziehen. Dabei befindet sich an einer Seite ein sogenanntes Gelenk. Welches dazu dient, später beide Seiten wieder passgenau und deckungsgleich zusammenzufügen. Danach müssen die gespaltenen Blätter sofort zwischen folienbezogene Pappen gelegt werden, damit sie bis zum nächsten Bearbeitungsschritt nicht austrocknen. Der fertige Stapel wird zusätzlich in Folie gewickelt und beschwert. Nun werden die gespaltenen Blätter einzeln aus dem Stapel genommen, auf eine große Leuchttischfläche gelegt und bis zum Gelenk aufgeschlagen. Das durchscheinende Licht gibt die Möglichkeit, Risse und Fehlstellen deutlicher zu erkennen. Für das Ergänzen der Fehlstellen verwenden wir ungeleimte, dünne Papiere, die in unterschiedlichen Stärken und Farbtönen auf einem Papieranfasungsgerät hergestellt wurden. Beide Seiten des Originals werden zunächst gleichmäßig mit einem speziellen Klebstoff versehen. Dieser enthält eine zusätzliche alkalische Reserve, um die im Papier enthaltene Säure zu neutralisieren. Bevor beide Seiten des Originals geschlossen werden, erfolgt eine zusätzliche Stabilisierung durch das Einfügen eines hauchdünnen Japanpapiers.
Nach dem Einkleben des Kernpapiers werden die Blätter ein weiteres Mal eingepresst und anschließend in ein Trockenregal gelegt. Für die Bearbeitung dieser sehr fragilen Objekte haben wir uns für die Anwendung von Enzymkompressen entschieden. Jedes Blatt wird verso und recto mit einer extra dafür vorbereiteten Enzymlösung behandelt und anschließend zwischen feuchten Fliesen über Nacht beschwert gelagert. Am nächsten Morgen wird zunächst mit dem Einlegen der Objekte in Siebtaschen, die aus einem durchlässigen Polyestergewebe bestehen, begonnen. Jedes Blatt wird kurz mit heißem Wasser abgeduscht, anschließend zwischen trockene Wollfilze gelegt und danach in der Presse abgegautscht. Nun folgt schließlich das beidseitige, vorsichtige Ablösen der noch feuchten Trägerpapiere. Nach deren Abnahme kann man anhand der bräunlichen Verfärbungen sehr gut die Wanderung der Schadstoffe aus dem Original in die Trägerpapiere erkennen. Die fertigen Blätter werden noch einmal eingepresst und danach überstehendes Kernpapier entfernt. Die weitere Bearbeitung der stabilisierten Papiere erfolgt dann in Leipzig. Die Blätter werden neu geheftet und schließlich wieder in die originalen Einbände und Umschläge eingebunden.